Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Und wir warten, bis der Kollege hier unser Schwert hier jetzt fertig gemacht hat. So, your steel katana of Endrin should be ready any minute. I have one of my men working on it as we speak. Okay. Und wo ist denn der Kollege, der damit am Dingsten ist? Hab ich überhaupt rein? Sehr wahrscheinlich keinen Ärger zu kriegen dafür. Das ist nur so offen. Okay. Aber dann ist die Frage, wann ist er jetzt fertig damit? Ich will jetzt mein Schwert haben. Status. So. Yeah. Ich bin jetzt gerne fertig. Irgendwann, bitte. Irgendwann jetzt, bitte. Vielleicht muss ich irgendwie noch ein bisschen erziehen oder so, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Moin. Du hast bestimmt auch irgendwelche Gerüchte gehört, hä? Allgemeine Gerüchte so. Mark my words, Nord. The Elder Gods are coming and Black Marsh will burn for its sins. Okay. Ein bisschen rassistisch unterwegs hier die Leute, glaube ich. Black Marsh ist ja das Reich der Argonia. Hier unten. Schon weit weg auf eigentlich so. Hier ist ja nur das Kaiserreich zwischen. Aber trotzdem ist ganz schön weit weg. Quasi auf der anderen Seite des Kontinents. Die sind ganz schön rassistisch gegenüber denen. Gucken wir uns mal Black Marsh ein bisschen an. So, ich habe keine Ahnung, was auf die Hauptstadt von Black Marsh ist. Gideon. Ich kenne einen, der heißt so. So. Aber eigentlich eine Riesensumpf, eigentlich. Sumpfgebiete, ja. Ich glaube, hier in der im Kaiserreich ist es auch eher so sumpfig und so weiter. Aber hier auch relativ klein. So. Schauen wir mal. Was sagt denn die Uhr jetzt? 6.55 Uhr. Moin. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach mal jetzt dich mal nach generellen Gerüchten fragen. Hier so. The good news is that this year's harvest looks as good as last year's. Hört sich gut an. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein und hoffentlich ist jetzt unser Schwert fertig. Ja. Oh, moin. Status. So, your steel katana of Endrin is ready. Yay! Haben wir den jetzt wieder im Inventar? So. So, dann können wir den Wakatsashi lassen dann mal. Ja. Potion of Healing haben wir nur noch 4. Oh. So, dann gehen wir nochmal zurück. Dann gucken wir uns nochmal an, so was, ob der jetzt irgendwas aufs Ebenerz hat. Weil wir haben ja hier 10 Tage hier gewartet. Ne, der hat irgendwie nur dasselbe, glaube ich. Glaube ich, der hat auch keine neue Rüstung oder sowas, das Ebenerz.
So. So. Moin. Wo ist denn hier die Magiergilde? Kannst du mir das sagen? So, südlich von hier. Okay. Müssen wir diesen Weg gehen. Da weiß bestimmt einer, wo die Magiergilde ist. Moment, dann können wir den Laden umbenennen wieder. Waffenladen. Ist auch noch wieder ein Waffenladen. Ich hoffe, der hat vielleicht irgendwas aus Ebenerz. Ebenerz spricht mich schon sehr, sehr stark an. Weil ich denke, das ist schon sehr, sehr stark. Nee, ich hatte nichts. Und hier bestimmt hoffentlich irgendwas. Felsenbackler, Waffenmann, nee. Briefs of the Weg. Heroes of Agility, Helm of Willpower. Auch nichts. Zumindest nichts, was wir brauchen könnten. Aber wir können den Dolch hier mal wegschmeißen. Ja. There is no room to drop this here. Okay. Also den können wir hier nicht wegschmeißen. So. Moin. Du, sag mal, Magiergilde, wo? That's south of here, last time I checked. Okay. Yeah. Ich hab so keine Ahnung, wo die Magiergilde sein könnte. Moin. Das hier der Eingang? The Mage's Guild, ja. Okay, das war doch dann der richtige Eingang. Und halt kein Schild dran. Moin! Du hast doch bestimmt was für mich, ja? Potion, genau. Brauchen wir. Ne, das hier. Sagen wir nochmal 10. Ja, 500 kostet das. So. Was hat er noch für Potions? Potion of Invisibility. Okay. Cure Potion, Free Action, Wild Potion, Levitation. Kann fliegen? Okay. Was hat er hier an Magic Items? Dwarven Bracelet, Mithril Tor, Crystal of Shocking, Braces of Sanctuary, Braces of Opening. Ja, aber ist jetzt nicht wirklich das, was ich haben will. Klauen wollen wir jetzt nicht, weil wir sind nicht die Klasse Dieb, wir sind Krieger. Und mit der Kriegerklasse wäre es schon ein bisschen schwierig, glaube ich, was zu klauen. Können aber noch mal, weil ich so Bock drauf habe, mal kurz speichern hier und dann, wenn wir so nicht reinkommen. Komm schnell! Auf!
Jo, wir gehen gleich drauf. Warte, ganz schnell hier. Oh, der hat hier aber einiges. Okay. Der war auf einmal offen. This orc hat nothing. Okay. Kann ich verprügeln, wie ich wollte. Okay, hier gab es nichts. Hier gab es einfach nichts. Oder Geheimtüren? Nö. Irgendwie das hier sieht faszinierend aus, hier diese Kammer einzubrechen. Hier muss es bestimmt was geben. Oh, wir sind jetzt drinnen. Nice. Wir sind aber auch kriminell unterwegs, als Krieger. Na komm, wir gehen zuerst hier rein. Ein Geldbeutel, nice. 14 Potion Longsword. Können wir alles verkaufen. Wir müssen aber dann hier einen richtig miesen Ruf haben. Dann. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Da geht es auch nicht weiter. Oha. You have found 19 gold pieces und ein Stab. Magier. Oder eine Magierin. Die sah. Naja, ihr Dekolleté war sehr, sehr freizügig. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Ne, das war's dann wohl. Haben wir jetzt alle Räume hier gesehen. Ja, ich habe echt nur Blödsinn im Kopf. Dann gehen wir wieder runter. Oh, direkt hier vorne liegt Gold. 20 und Potion. Hier ist jetzt keiner mehr. So, dann gehen wir hier noch einmal. Funktioniert nicht. Stop, Thief. Oh, du schon wieder. Hey, ich will jetzt hier nicht. Was bringt das? Gar nichts. Ja, nein, 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 nein. Schnell. Und nochmal. Jo, dann haben wir den hier jetzt auch. Oh, noch einer. Jetzt. Jo, jetzt sind wir drinnen. Ne, das ist voll schwierig. Digga, was ist das denn?
was war das denn? Ein Ghoul. Das war ein Ghoul. Digga. Was leben hier für Kreaturen in der Stadt? Oh, Magier wieder. Oder, ne, das müsste dann, glaube ich, eine Nachtklinge sein. Ganz schnell wieder Heiltrank. So, den haben wir auch noch fertig. Eine 23 Gold. Ah. Okay, können wir nicht mehr tragen. Können wir auch nicht mehr tragen. Können wir auch nicht mehr tragen. Auch zu schwer. Auch zu schwer. Okay. Ah, das war eine Nachtklinge. Okay. Wir haben alles wieder verkaufen wahrscheinlich. Dann gehen wir mal raus. Der Ghoul hat mich aber echt erschreckt. Jagt er auf einmal war. Moin, sag mal, wo ist der nächste Equipment Store? Genau, hier. So, I'm not really sure, go so for a while. Okay. Dann ab nach Süden. Na, ich glaube, ich sehe den schon da hinten. Können wir unseren Loot wieder verkaufen? Und dann mal gucken, was der im Inventar so hat, zum Verkauf hat. Glutamatertas. So, 10, 15, ja, komm. Nochmal, 15, ja. Nein, nicht verkaufen. Oh. Das, 15, ja. Ist auch nicht das große Geschäft. Ich glaube, in Skyrim kann man da besser was verdienen für. Rundschilder 14. Okay. Langschwert 10. Der will aber ganz schön wenig für so hochqualitative Waffen hier. 2 Gold für das? Ja, soll nicht sein. Ein Tag,
kostet ein Gold. Ja. Gucken wir mal, was der zu verkaufen hat an Waffen. Ich hoffe, irgendwas mit Ebenerd. Nein. Aber hier muss noch was aus Ebenerd haben, ne? Auch nicht. Er ist ein Reinfall. Er ist ein richtiger Reinfall gewesen. So. Aber ich würde sagen, nach dieser heutigen Blödsinn-Folge machen wir jetzt wieder leider Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir noch mal ein paar Dungeons durchsuchen. Eventuell machen wir noch mal ein bisschen Blödsinn, so. Hauptsache ein bisschen skillen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!